Danke schön, Herr Neumann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hatte heute Vormittag das Glück, dass ich ein bisschen schon dabei sein konnte. Und natürlich hat mich der Satz von Herrn Hombach, die Zukunft gehört der Region, sehr gefreut. Ist eben von Herrn Neumann schon gesagt worden, ich bin Präsident der Region Hannover. Ich will es trotzdem noch mal mit zwei Sätzen weiter erläutern, weil ich relativ sicher bin, dass 95% von Ihnen nicht so genau wissen, was das eigentlich ist. Die Region ist eine kommunale Gebietskörperschaft, wie ein Landkreis, wie andere kommunale Gebietskörperschaften. Und ich bin direkt gewählt von der Bevölkerung, wie jeder Oberbürgermeister oder auch jeder Landrat. Und das Besondere an der Region Hannover ist, dass Hannover ein Teil der Region Hannover ist. Und die Region ist jetzt im 11. Jahr. Und an ihr ist außerdem besonders, dass wir in der Region mit einem gewählten Gremium der Regionsversammlung die Themen, die man vernünftigerweise nicht lokal, sondern regional machen sollte, in eigener Zuständigkeit bearbeiten. Um zwei, drei Beispiele zu nennen, wir sind Träger des öffentlichen Nahverkehrs. Wir planen, organisieren den öffentlichen Nahverkehr. Wir machen die Verträge mit den Verkehrsleistungsanbietern, zum Beispiel DB Regio. Uns gehört die Östra, uns gehört auch Regiobus. Darüber können wir übrigens, weil das steuerrechtlich ein bisschen komplizierter ist, nehmen Sie es mal so hin, können sich auch welche melden, das stimmt doch gar nicht. Aber im Kern ist das so. Wir sind für die Gesundheitsvorsorge zuständig. Alle, die übrigens das anders sehen, den sage ich, dann könnte jeder, der sagt, uns gehört es auch, der soll in Zukunft 80% dann der Defizite zahlen. Wenn er das haben will, dann ist es schnell wieder klar, wem es gehört. Der es auch bezahlt. Dann sind wir, meine Damen und Herren, zuständig für die Gesundheitsvorsorge. Wir haben, als die Region gebildet wurde, die Kliniken der Landeshauptstadt und die Kliniken, die es im Landkreis gab, übernommen und führen sie heute gemeinsam in einer Einheit. Wir sind zuständig für die Abfallentsorgung. Wir machen die regionale Raumordnung und die regionale Raumplanung. Und das machen wir in eigener Zuständigkeit und nicht mit irgendeinem sich verselbstständigenden Zweckverband und mit einem steuernden politischen Gremium der Regionsversammlung. Warum erzähle ich das Ihnen in diesem Kontext? Weil daraus folgt, dass wir in unserem Tun einen anderen Denkansatz haben, einen Paradigmenwechsel immer noch einüben, der in der Praxis ziemlich schwer ist, abstrakt, aber sehr leicht klingt. Wir arbeiten in weiten Teilen heute tatsächlich zielorientiert. Das heißt, wir überprüfen, was wir am Ende erreichen wollen und welche Partner wir dazu brauchen. Und die alte klassische erste Zuständigkeitsfrage der Verwaltung, bin ich zuständig, wenn ja, dann geht es dich auch nichts an, wenn nein, geht es mich nichts an, ist für uns in weiten Teilen überholt. Sie können mir 1000 Beispiele nennen, wo das noch nicht funktioniert, will ich Ihnen auch sehr klar sagen, nach 11 Jahren, weil es ein Paradigmenwechsel ist. Und so ist auch Hannover Impuls ein Konstrukt, wo die Region auf der einen Seite und die Landeshauptstadt auf der anderen Seite gesagt hat, wir wollen gemeinsam arbeiten eben seit 10 Jahren und hier, das war ja in den ersten Jahren ein sehr viel stärkerer Clusteransatz, gucken, wie wir diesen Bereich hier nach vorne bringen können. Wenn Sie fragen, was ist überhaupt das Ziel, das war ja eben bei Bodo Hombach auch so ein bisschen so und das ist ja auch gefragt worden, warum macht man das eigentlich, ein paar Aussagen waren ja so, dass man sagen kann, ist ja sowieso, hilft ja nur wenig und wie viel es hilft, weiß man auch nicht so genau. Klar ist das. Unser politischer Auftrag ist sehr klar, wir müssen die Zukunftsfähigkeit dieses Lebensraumes hier optimieren. Das ist unsere Aufgabenstellung. Und die hat einen Nachhaltigkeitsgedanken, der ist ganz klar, aber die hat natürlich auch ein zentrales Moment. Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Wirtschaft dient dafür, dass Menschen Arbeit haben und damit eine Lebensgrundlage haben. Und das ist auch der Maßstab, mit dem wir an die Arbeit rangehen müssen. Und wenn Sie jetzt fragen, bei dem Thema Restriktion oder Clusteransatz, dann bin ich 100% überzeugt, dass Sie erstens keine Lösungen machen können, die von der Stange sind. Sie müssen immer im Lebensraum die Potenziale angucken. Und Sie können umso mehr innovativ mit Clustern arbeiten, je größer auch die Massen da sind. Heute Morgen wurde, auch, weiß nicht, Hombach war es, glaube ich, auch, der fragte, wo funktionieren dann die Inkubatoren? Also wo funktioniert es da, wo das Potenzial da ist, da wo Sie Hochschulen haben. Und dann dürfen Sie es auch nicht lassen. Aber natürlich müssen Sie genauso in einer Region mit 21 Städten und Gemeinden ein Netzwerk von Kümmerern haben. Sie müssen doch das, was da ist, genauso in die Zukunft bringen. Und das machen wir
hier tatsächlich in einem unterschiedlich aufgeteilten Bereich. Wir haben jeweils eine lokale Wirtschaftsförderung. Die machen in erster Linie natürlich eine Bestandspflege und die sind direkter Ansprechpartner. Und die sind so kleinteilig aufgestellt, dass sie ziemlich genau wissen, was ihre Unternehmen drückt. Und dann gibt es eine Wirtschaftsförderung in der Region, die die Spezialgeschichten mit behandelt. Wenn es Schwierigkeiten gibt, eine Beratung macht, wenn man Finanzschwierigkeiten hat und Ähnliches. Und wir haben Hannover Impuls, die die großen Themen, Gründungen und auch die Cluster, die aufgezählt worden sind, bearbeitet. Und wenn einer glaubt, ohne den anderen erfolgreich sein zu können, dann täuscht er sich. Sie müssen immer wieder dann die Zusammenarbeit bringen. Und deshalb ist es auch nicht das Restriktionsthema. Klar, die Ressourcen sind begrenzt. Das ist wohl richtig. Und Sie müssen natürlich, je mehr so innovativ und mit Clustern arbeiten wollen, auch bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen, das zumindest Risikokapital ist. Und manches müssen Sie auch, damit Sie Prozesse organisieren, freundlich abschreiben und sagen, das hat was gebracht. Wobei ich, Herr Neumann, als Sie heute Vormittag immer von der Party geredet hatten, die Sie machen, ich glaube schon, dass das dem nicht gerecht wird, wie wenig kommuniziert wird. Also das Zusammenbringen von Menschen, die hoch im Stress sind, ihre eigenen Ideen haben, mit anderen, die ähnlich drauf sind. Und der Austausch und die Feststellung, dass man vielleicht auch Gemeinsames hat, hat immer wieder, obwohl es so einfach ist, hat es immer wieder einen sehr, sehr zentralen Wert. Dies Netzwerkbildung von gleichbleibend Interessierten, glaube ich, ist genauso ein wichtiger Faktor. Das sind alles Dinge, die Sie machen müssen, wie Sie aber auch dafür sorgen müssen, dass der Generationswechsel stattfindet. Und jetzt für alle, egal wo Sie sind, das Thema Fachkräftemangel, das übrigens wiederum nicht ein reines Wirtschaftsförderthema ist, sondern natürlich zu den Bildungsthemen gehört. Den Wahnsinn, den wir uns in unseren Strukturen leisten, dass in der allgemeinbildenden Schule es in weiten Teilen sehr wenig Orientierung gibt, man ein absurdes Programm in einigen Bereichen abspult und sich hinterher wundert, dass die, die schwächer sind, in den Strukturen nicht mehr klarkommen. Anstatt früher anzusetzen, das muss man zum Beispiel durchbrechen. Könnte ich Ihnen jetzt positive Beispiele bei uns erzählen? Hier ist das sogenannte Neustädter Modell entstanden, wo sehr frühzeitig Berufsschulen in die Hauptschulzweige der Schulen gehen und mit denen Praxistage machen und auf einmal auch jemand, der in seiner eigenen Schulerfahrung gelernt hat, dass er eigentlich nichts kann und wenig wert ist, feststellt, erstens, er ist was wert und zweitens, er kann was und dann stellt er auf einmal auch fest, dass es sich lohnt zu lernen. Die Dinge sind oft ziemlich einfach, sie zu organisieren, ist häufig ziemlich schwierig. Und das Zusammenwirken aller dieser Dinge, wenn wir wissen, wir haben Fachkräftemangel, müssen wir auf der Bildungsebene etwas tun, dass das Potenzial, das da ist, auch bestens genutzt wird. Wenn wir wissen, es gibt ein Potenzial von guten Hochschulen und Menschen, die Ideen haben, denen aber das Handwerkszeug dazu fehlt, wie man diese Ideen in die Praxis umsetzt, dann braucht man ein gutes Hannover Impuls, die an die Hand nehmen, die Businesspläne macht, die Betreuung macht und man braucht auch dann Inkubatoren oder Center, in denen zusammengearbeitet und ähnlich alles wird. Ich glaube, dass es nicht primär eine große Frage des großen Geldes ist, sondern der Zusammenarbeit und der Tatsache, dass Sie Menschen haben, die Ihre Umgebung kennen. Da bin ich mit Hombach sehr einig, dass Sie wissen müssen, was los ist und dass Sie davon wegkommen müssen, dass einer die Wahrheit weiß. Denn die Player sind vielfältig. Das ist die Arbeitsagentur, das sind die Kammern, das sind die Berufsbildungsträger, das sind die berufsbildenden Schulen, das sind die allgemeinbildenden Schulen und das sind die gesamten sozialen Netzwerke. Und das zusammenzubringen mit dem Ziel, am Ende zu erreichen, dass es Arbeit gibt hier in dieser Region und zwar zukunftsfähige, nachhaltige Arbeit auf der einen Seite und dass es möglichst wenige gibt, die durch dieses Rost fallen in den Einstieg. Das ist doch unser Problem. Um 80% der Jugendlichen brauchen wir uns nicht zu kümmern. Das läuft alles klasse. Die sind erfolgreich, die werden, wenn die ihre Jobs jetzt, ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wird Gott sei Dank die Generation Praktikum vorbei sein. Da werden die vor den Türen stehen und scharren und sagen, komm zu uns. Das ist übrigens, finde ich, für die Menschen ganz schön, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber der Teil, der die immer höheren Anforderungen nicht bringen kann, um den müssen wir uns kümmern. Und das ist genauso auch ein Teil Gesellschaftsförderung. Das fördert nicht unmittelbar die Wirtschaft. Aber zum Beispiel, was wir auch haben, Modelle zu entwickeln, dass die eben nicht in 3 Jahren ihre Lehre machen, sondern in 4. Und dass die 2 mehr als Ausbilder haben, die ihnen das erklären, was sie tun müssen, damit sie die zweite Chance kriegen und Ähnliches, mit am Ende tollen Modellen.
Also wir machen das in den Stadtwerken Hannover, die machen das, wo sie Leute, die gescheitert sind und so weiter, in eine Ausbildung bringen. Wenn die einmal gefasst haben und für sich erkannt haben, welche Chancen die haben, dann sind die auch genauso da. Deshalb glaube ich, eine reduzierte Debatte, die ich wissenschaftlich sowieso nicht einschätzen kann, deshalb wollte ich da auch zu nichts sagen, die greift nicht. Sondern das Erste, was Sie brauchen, ist für Ihre jeweilige Region eine Analyse. Welche Stärken haben Sie, wo sind die Schwächen und wie kann man das, was an Potenzial da ist, auch weiter auf die Beine bringen. Und je größer der Ballungsraum ist, je mehr innovative Kräfte Sie da haben, umso kreativer können Sie natürlich auch wirken und umso mehr können Sie in der Spitze auch Leute zusammenbringen. Das ist, glaube ich, auch ziemlich klar. Aber ich meine, dass wirklich nur ein Umdenken in der Gesamtstruktur, nämlich die Ziele zu definieren und dann zu gucken, welche Ressourcen brauche ich dafür und von der Eitelkeit runterzukommen, die gerade in der Politik natürlich häufig vorhanden ist, das ist meins und lass mich in Ruhe, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir wirklich insgesamt auch zukunftsfähig arbeiten können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus